Uli Hoeneß denkt jetzt sogar über einen Abschied nach. Marcel Hirscher kann auch mit Platz 2 ganz gut leben und bangen um Xbox-Weltmeister Adonis Stevens. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im Krone AT Sportstudio. Uli Hoeneß ist sichtlich geknickt. Der Bayern-München-Präsident ist ja auf der Jahreshauptversammlung von einem Fan öffentlich und sehr harsch kritisiert worden. Das hat Hoeneß ganz offensichtlich getroffen. Jetzt spricht er in einem Video-Interview davon, dass er wirklich schockiert gewesen sei. Er habe so etwas noch nicht erlebt. Er arbeite jetzt immerhin 40 Jahre für den Verein, aber so etwas sei ihm noch nicht untergekommen. Und er werde sich, Zitat, sehr viele Gedanken machen. Also auch über seine persönliche Zukunft. So ganz nebenbei hatte dann auch noch Paul Breitner eine mitgegeben, sozusagen. Die beiden liegen ja auch schon seit Längerem in Clinch. Alle Statements von Uli Hoeneß gibt es jetzt auf krone.at im Video zum Nachsehen. Zum 60. Weltcupsieg hat es zwar nicht gereicht, aber Marcel Hirscher kann auch mit Platz 2 beim gestrigen Riesenslalom in Beaver Creek ganz gut leben. Und zwar deswegen, weil er unter solchen Bedingungen wie gestern noch nie ein Weltcuprennen bestritten habe. Das erklärt Hirscher jetzt der Kronenzeitung. In Anbetracht der Tatsache, dass er fast zweimal rausgeflogen wäre und er das Maximum aus sich rausgequetscht habe, fühle sich Platz 2 wie ein Sieg an. Und bangen um Adonis Stevens. Der kanadische Boxprofi befindet sich nach seinem K.O. gegen den Ukrainer Oleksandr Vostik in kritischem Zustand. Er wird derzeit in Quebec in einem Spital intensivmedizinisch behandelt. Wir halten Sie auf krone.at über seinen Gesundheitszustand natürlich auf dem Laufenden. Und wir kommen noch zu den heutigen Terminen und da wird es besonders in Paris spannend. Ob 20.45 Uhr wird nämlich der Ballon d'Or vergeben. Und es deutet vieles darauf hin, dass er zum ersten Mal seit 2007 nicht an Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo geht. Die besten Karten hat Luka Modric. Und außerdem gibt es noch internationalen Fußball, zum Beispiel in der deutschen Bundesliga. Dort empfängt um 20.30 Uhr Nürnberg Bayer Leverkusen. In der Serie A treffen Atalanta Bergamo und Napoli ebenfalls um 20.30 Uhr aufeinander. Und in der Primera Division gibt es um 21 Uhr eine Paarung, nämlich Levante gegen Athletic Bilbao. Damit sollten Sie gerüstet sein für einen guten Start in eine hoffentlich sportliche Woche. Ich freue mich auf ein Wiedersehen morgen an der gleichen Stelle. Bis dahin.